Was geht, Freunde? Willkommen zurück zu einer Reaction. Ja, heute eine ganz besondere Reaction. Und zwar war ich bei einem Blind Date dabei von Parshad. Das Ganze ist schon jetzt einen Monat her oder so. Ich bin sehr gespannt, wie das Video geworden ist, was da so ist. Wie der Chat drauf reagieren wird, wie ihr drauf reagieren werdet. Und ja, lasst dem Video ein Like, einen Kommentar, ein Abo da lassen. Follow auf Instagram da, wäre mir sehr, sehr wichtig. Ich küsse eure Herzen. Slums ab! Parshad verkuppelt Daniel. Er ist todesnervös. Eine Sache, die ich schon direkt gesehen habe, aber das habe ich auch abgesegnet. Der Thumbnail, Digga, das Thumbnail. Jungfrau datet drei Singles. Toter Titel. Nervosität? Eigentlich so 5 von 10, aber wegen Arvin und Pasha 10 von 10, wirklich. Dürfte ich dein erstes Mal sein? Dürfte ich dein erstes Mal sein? Komm mal zurück. Ey, wie gut sehe ich aus in der Folge, Hilfe. Boah, wie gut sehe ich aus. Komm mal bitte zurück. Ich habe eine steife Hüfte so. Das ist nicht das Einzige, was steif ist. Hallo allerseits, herzlich willkommen bei The Love Doctors. Heute eine ganz besondere Ausgabe, weil wir haben unseren guten Freund Daniel reingeschickt. Und Arvin und ich sind heute nicht alleine, um unseren guten... Also damit ihr wisst, ich weiß nicht, was Arvin und wie Parshad da hinter der Kamera reagiert haben und was die gesagt haben. Das ist für mich auch hier gerade alles neu. Boah, jetzt bin ich gespannt. Bruder zu verarschen, wir haben eine heftige Squad hinter uns. Darf ich vorstellen, Daniels Dates, die Kandidatinnen. Ein Riesenapplaus, einmal. Moin. Moin! Für Amelie, wuhu! Xenia und für Janice. Die drei Mädels haben wir bestens gebrieft. Es wird heute so ablaufen. Bruder, ich zitter schon. Ich weiß, der ist schon, du bist schon bereit und so. Also, es wird nicht so typisch The Love Doctors mäßig sein von wegen, ey, wir wollen jetzt unbedingt jetzt The True Love finden für Daniel. Vielleicht aber doch, wer weiß. Da er mir in letzter Zeit liebevoll oft auf den Sack gegangen ist und Hi. Ihm auch, dachten wir, ruinieren. Also Daniel, wir wissen, er ist super nervös bei hübschen... Sieht so ein nervöser Mensch aus. Ich bin die Ruhe selbst, wenn es um Frauen geht. Vergisst nicht. Ich bin die Ruhe selbst, wenn es um Frauen geht, Chat. Bitte, vergisst sowas nicht. Wir haben den Emote im Chat. Und Frauen? Also, ich glaube, der ist am Sterben. Guck mal, wir schicken jetzt die erste Kandidatin. Wer möchte freiwillig... Okay. Ey, Junge, was soll das, hä? Komm doch ran, Junge! Ey! Komm doch ran! Janice! Moment, fertig. Bevor wir Janice rausschicken. Wie lange bist du schon Single? Zwei Jahre. Darf ich fragen, wie lange deine letzte ernste Beziehung ging so? Jetzt kommt Therapeutin Parshad. Halbes Jahr? Ja. Okay, darf ich fragen, warum die in die Brüche ging? Weil er mit meinem Instagram Probleme hatte. Oh, wie anstrengend. Crazy Trennungsgrund, ich sag ehrlich. Was würdest du sagen, was für ein Date-Typ bist du? Ich flirte nicht gerne, weil ich irgendwie Angst hab. Echt? Ja. Aber warum hast du Angst vorm Flirten? Weil ich oft komische Sachen sag, wo ich mir selber dann im Kopf denk so, warum hast du das gesagt? Glaubst du, du bist nervöser als Daniel? Ja. Der ist so nervös, der muss nur eine Frau sehen und er zappelt. Was will er gerade? Warum macht er mich zum Hund? Ey, was will er gerade? Warum macht er mich zum Hund um die Uhrzeit, Digga? Okay. Wir vorschlagen, wir schicken Janice raus. Das ist Iowa. Girls Support Girls featuring Arvin. Let's go! Janice, erste Kandidatin! Respektlos. Hi! Hi, hi, hi. Hi, ich bin Janice. Ich bin Daniel. Alles gut? Bei dir? Tod, Umarmung, Warte, Chat. Hier seht ihr die Reaktion von den zwei. Tod, Umarmung. Ja, ich bin so ein bisschen aufgeregt. Ich will wissen, wie ihr so flirtet. Lass ihn einfach machen. Ja, okay, erzähl mir erstmal. Ja. So, wie du heißt, Name, wo du herkommst, alles mögliche. Also ich bin Janice, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Muss dir halt merken, ne? Ich bin... Ja, sorry, dass ich mich nicht gemerkt habe, Alter. Jahre alt. Findest du, ich sehe gut aus, Daniel? Findest du, ich sehe gut aus? Ich habe jetzt nichts an dir auszusetzen. Okay. Bruder! Digga, diese Antwort! Bruder, diese Antwort! Diese Antwort war respektlos! Digga! Wer die Antwort checkt, sorry, in einen voll die Liebe, ernst. Nicht mein Typ, so. Ja, gut, du bist schon mal das Erste. Kann ich ja direkt zurückwerfen. Was sieht denn gut aus? Ja, ich find's auch. Ja, sieht sehr gut aus. Bist zufrieden? Ich mag den Style, ja, alles. Okay, ja, okay, jetzt übertreiben wir uns, sonst wäre ich ein bisschen warte mal, also ich würde von mir aus sagen, ich bin eher der ruhigere Typ. Dann frage ich dich jetzt direkt, wie hoch ist dein Bodycount? Dann kannst du die Frage, wenn du willst, zu mir zurückwerfen. Straight up! Die wichtige Frage stellt. Direkt zu Beginn die Bodycount-Frage. Direkt, ohne Zögern. Direkt, Chat.
Direkt radikal werden, Chat. Direkt radikal sein. What the fuck? Ja. Daniel, das ist gerade ein bisschen fresh. Das direkt ist ganz aufs Ganze. Ja, das ist direkt schon frech, aufs Ganze. Ne? Ja, natürlich das, ist frech. Dass du das wissen willst, ne? Natürlich ist es frech. Ja, also, finde ich schon frech, aber... Bist ja, weißt du... Ja, aber es geht dich schon nichts an, ne? Wir kennen uns seit 2 Minuten. Vielleicht hast du ja eine Frage an mich, so, die dich interessiert. Ja. Hast du einen Fetisch? Ja, was hast du einen Fetisch? Ich habe keinen Fetisch, nein. Warum? Keine Ahnung, ich bin. Sicher? Also ich bin ja sexuell Füße. Nicht mal. Ich bin ja sexuell. Könnt ihr diese so extra Fußfetisch nicht so erwähnen, weil viele Leute das gucken könnten? Nicht mal aktiv oder ja, so. Ja und? Man kann ja auch anders. Was gut finden. Also ich finde zum Beispiel bei Frauen immer super so, wenn die ein schönes Lächeln haben. Ich habe dich bis jetzt noch nicht lächeln sehen, nur auch immer. Ich hab gelacht. Ja, okay. Ja, aber du musst mich zum Lachen bringen. Ich weiß, also ich kann ja nicht einfach so anfangen zu lachen. Ich so. Weiß, natürlich. Janice, schlag ihm mal vor, dass ihr wieder von vorne anfängt und er den Charmanten raushängen lassen soll. Fang einfach okay. nochmal von vorne an. Okay, komm. So, du musst jetzt mal charmant sein und okay. ja, was machst du halt beruflich? So, ich bin, also ich bin beruflich, also ich habe jetzt gerade gar keine Arbeit oder ich bin Student. Mhm. Ich studiere Social Media und bin nebenbei auch in Social Media aktiv. Das heißt, ich. Der arbeitslose Riz-Chat. Ich mache YouTube, ich streame und so. Okay. Also machst du eigentlich nichts. Also eigentlich machst du nichts. Dreckig. Dreckig. Also, boah, wenn ich dieses Fach jetzt aufmache, boah. Recht hat sie. Ey, Stream ist harte Arbeit, Chat. Stream ist harte Arbeit. Erstes Date, Daniel. Wie würdest du mich ausführen? Jetzt. Erstes Date. Was machen Date. Wir? Erstes Date, so schön auf so einen Berg hochfahren, Kofferraum auf, Decke in den Kofferraum, reden, Picknick auf den, checkst du? Mhm. So halt sich kennen, weil bei erstes Date muss man viel reden, so Kino und so tot. Tote Date-Idee ist ja gar nicht. Ja. Ja. Was ja. so. Ja, ja. Was fehlt dir? Was fehlt dir? Essen. Essen? Ja, kann ja, ja, macht man ja ein Picknick. Unter Leuten ist es auch nochmal sicherer, weil ich meine, du kannst ja auch hier. Ja, das stimmt. Na, ja, natürlich sein, kann ich ja auch ein Geistkranker sein. So, ja, bin ich genau. Nicht. Weiß man. Ja. Nur manchmal. Woher weiß man nicht? Nur manchmal. Weil ja. wir haben uns ja jetzt schon gestritten, deswegen ist es komisch. Wir haben uns jetzt schon gestritten. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit den Kofferraum. Ja, da das ist. Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Ja. Daniel, gib mir mal deine Hand, bitte. Gib mir mal deine Hand. Psst. Das war mir so unangenehm. Das war mir so unangenehm, wow. Oh, du bist warm. Mir ist arschkalt. Ja. Ja. Ich dachte mir so, was willst du gerade? Okay, was willst du jetzt? Kurz, steh mal auf. Wir halten jetzt Händchen. Wir machen jetzt Händchen. Und laufen einmal Händchen um den halten. Tisch. Wir laufen jetzt einmal um den Tisch und du machst jetzt wie, als wäre ich deine Freundin. Und fühl mich du mal. Du musst jetzt einfach machen. Wir laufen jetzt einfach um den Tisch. Zweimal. Zweimal müssen wir rum. Mit Romantik. Ist es deine Romantik? Zweimal? Ja, ja, zweimal ist die gute Zahl. Aber mit so, Romantik, ja, Daniel. Mit okay. Wow, das war mir so unangenehm. Hilfe. Nein, auf einem Bein steht. Nein, nein, okay. Daniel, ich bin nicht, ich bin nicht Gassi genommen. Ich bin deine Freundin. Ich bin vor den Hund. Alter, hier, ja, nicht ist Gassi. Auch, hier ist ja auch nicht frei. Ja. Okay, so, dann geh du vor. Ja, guck mal, wie die mich auch ficken. Ne? Guck mal, wie die mich ficken, Alter. Das ist unglaublich. Ja. Jetzt führe ich dich, Gassi. Jetzt verlaufen wir nochmal. Ich bin so... Das habe ich voll vergessen, die Aussage. Geisteskrank. Bei mir ist halt so dieses... Ich weiß nicht, ob du dich so mit Feminismus so auskennst. Ja. Das Ding ist bei mir halt, ich bin halt so ein Typ Mensch, ich sag halt so, von mir persönlich so, Frauen stehen voll über Männer. Ey, du und hast so. Echt schöne Augen. Ihr kennt den Riz-Chat. Der Lügner-Riz. Der Feministinnen-Lügner-Riz. Du hast schöne Augen. Und oh, jetzt so mitten im. Also du unter- Sorry, aber es hat mich gerade einfach kurz verloren in deinen Augen. Ich hab mich kurz verloren. Ah, du hast auch schöne Augen. Guck mich mal an, was hast du für eine Augenfarbe? Geh richtig nah an seine Augen. Nach vorne. Ja, so hellbraun so auf den. Ist cool. Warum gehst du weg? Schau mir bitte weiterhin so tief. Ich stell dir einfach vor, ich hätte Mundgeruch. Die Augen. Willst du weiter so? Ja. Wie lange willst du so? Mal gucken. Hast du so ein Limit? Wir haben noch 10 Minuten haben wir, glaube ich. Haben wir noch 10 Minuten? Ja. In 10 Minuten kann viel passieren. 10 Minuten kann viel passieren. Also ich sag so, bei mir ist Bodycount auf 0. So. Ich glaube, bei mir erste Mal jetzt schon mal so auch für die Leute, ich sag 30 Sekunden maximal. Bruder, ich sag sogar 15 Sekunden auf korrekt. Dürfte ich dein erstes Mal sein? Dürfte ich dein erstes Mal sein? Ach, dann geht er gleich wieder weg hier. Ein bisschen wieder defensiver, sag ich dir auf korrekt. Aber. ich will nichts außen vor lassen. Ich sag mal so, bei mir erste Mal, also muss schon was Besonderes sein, sagen wir es so. Und ich bin nichts Besonderes. Wir kennen uns seit 5 Minuten. Bin ich was Besonderes für dich? Ja, ich bin schon fünf beeindruckt. 5 Minuten ist geisteskrank. 5 Minuten schon was Besonderes ist crazy, ernst. Noch eine letzte Sache, bevor ich gehe. Bis jetzt? Eine letzte Sache. Okay. Darf ich deine Hände dabei halten? Ich muss deine Hände halten. Was willst du? Meine Hände? Deine Hände sind schön.
Ich hab's genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Dieses Händehalten ging mir richtig auf die Nüsse. Dabei halten. Ich muss deine Hände halten. Was willst du von meinen Händen? Deine Hände sind schön. Ich hab noch nie in meinem Leben so viele Händchen gehalten. Okay, deine, ich bin dein erstes Mal, siehst du? Darf ich fragen, warum bist du nicht sexuell aktiv? Darf ich fragen, warum du nicht sexuell aktiv bist? Das Ding ist, diese Frage, die kriege ich oft. Mhm. Aber ich muss einfach sagen, ich, keine Ahnung. Du musst aber nicht beantworten. Es muss halt für mich so was Besonderes sein. So. Und weil heutzutage knattert jeder mit jedem Zweiten und das ist halt, jeder soll machen, wie er will und so, ist aber nicht so mein Ding. Weißt du, was okay. Ich meine? Also ist so ein spirituelles Ding. Ist, nee, ist mehr so was Religiöses, sagen wir es so. Okay. Weil ich bin halt religiös. Ich weiß nicht, wie es bei dir mit Religion aussieht. So. Nicht. Papa war schon tot für mich, sowieso, da war ich schon tot. Ich glaube an nichts. Okay. Aber ja, ich glaube an die Liebe. Ah, krass. Nein, glaub mal alleine. Das Ding ist, also... Spirituell und so, ey, Bruder, bei mir, also dicke Religion und so. Bei mir ist halt so mit Religion schon wichtig, so, weißt du, was ich meine? Wärst du bereit, dich so religiöser ein bisschen zu interessieren, wenn du sagst, ey, mein Partner interessiert schon, dich schon, aber ich würde wahrscheinlich zu nichts konvertieren oder so. Ja? Aber ich akzeptiere das alles, ich finde das cool, ich finde das schön. Nicht religiös, dicke Red Flag, könnt ihr sagen, was ihr wollt, für mich persönlich. Wenn man sich dafür einsetzt. Ah, cool, finde ich krass. Was ist denn dir so wichtig bei einem Mann, wenn sie beziehungstechnisch so... Feiern gehen? Ja. Wie stehst du dazu? Ich gehe gerne feiern, aber musst du dann immer mit dabei sein oder... Oh, jetzt bin ich gespannt, was habe ich denn damals noch gesagt? Hilfe. Hängst du mir da am Arsch oder so, weißt du, was ich meine? Also... Oder vertraust du? Und, also ich vertraue schon, aber würdest du sagen, der Club ist ein Ort, wo du sagst, ey, das ist voll sicher da und voll cool und so? Nö. Also sicher jetzt nicht 100%, aber ich meine, es kommt ja drauf an, wie man... Also wenn du mich jetzt weggehen lassen würdest... Ja. Ich ist es der Doppelpass, den ich gerade spiele? Ist es der Doppelpass? Ich würde dann jetzt mit keinem da tanzen, so, ne? Wenn ich deine Freundin wäre. Ja, natürlich. Dann würde ich jetzt mit keinem da tanzen, aber es gibt natürlich auch komische Leute, die das dann machen. Das ist dann unkorrekt. Aber wie würdest du damit umgehen? Also, wenn ich sage, okay, ich mach nichts? Wenn ich sage, ich mach nichts? Ja. Würdest du mir vertrauen oder? Natürlich, Vertrauen. Würdest du mitgehen wollen? Nee, Vertrauen gehört ja dazu. Vertrauen gehört 100% dazu. Auf jeden Fall, dieses Thema ist jetzt aus der. Also wirklich. Okay, ich würde aber gerne lieber mitgehen wollen, weil stell dir vor, es passiert was und dann denkt man sich, ey, warum bin ich nicht dabei gewesen? Aber willst du da an meinem Arsch kleben oder willst du woanders hingehen? Also so, wie ich mein halt Club lieb, ist ja groß. Ich würde schon wollen, dass du an meinem Arsch klebst. Ich fände es schon schön, wenn du an meinem Arsch klebst. Digga, Junge, wie lache ich denn da, hä? Wie lache ich? Okay. Jetzt wird's heiß. Okay. Ah, nee, du hast mir am Anfang eine Frage gestellt, die wollte ich eigentlich eigentlich zurückhaben, habe ich nicht bekommen. Was dir so an mir so gefällt, so besonders, weil. Ein bisschen Ego pushen ist ja geilig. Oder was dir an mir nicht gefällt, wäre eigentlich. Deine Augen. Und was gefällt dir nicht so? Die Kappe. Also. Entschuldigung. Das ist. Ey, Digga, Kappe fronten ist tough, ich sag ehrlich. Beleidigt. Kappe fronten ist schon echt Ding. Ist schon echt. Kappe fronten ist Beleidigung, Chat. Ich mag deinen Style, aber ich mag die Kappe nicht. Warum? Weil deine Haare da vorne so rauskräuseln wie so Schamhaare. Respektlose Antwort. Siehst du, wie ich gucke? Seitlicher Blick. Side-Eye. Bombastic Side-Eye. Boah. Nein. Aber seht ihr, Chat, ich reagiere in Real Life genauso, wie ich hier reagiere. Ernst, das hat mich gebumst. Side-Eye hat mich gefickt. Das war nicht mein Film. Das war mir richtig unangenehm, Real Talk. Und da habe ich genauso wie jetzt auch, ja, ihr merkt, Chat, ich bin in Real Life genauso wie in meinen Streams, ernst. Ich Kappe gehört zu mir, ich trage immer Kappe. Echt? Aber immer? Aber erst seit einem Jahr oder so. Aber, nice, immer, aber erst seit einem Jahr. Depp, Alter. Sonst, ich kann ja auch die Kappe abnehmen, wenn du willst. Mach mal. Gefällt mir. Tot, Digga. Besser. Ja? Ja. Ja. Tot, Digga. Bah! Alter. Ja. Okay, krass. Gut. Soll ich dich begleiten, oder? Ja, wäre schon schön. Dann komm gerne mit. Komm gerne mit, einfach so, da so. Ich nehme meinen Freund jetzt gleich mit. Freund sehr schwer wiederum, sorry. Hey, Applaus für Janin! Bro, das ist dir aber gar nicht schwer gefallen, ne? Ja, der ist ein bisschen, Setz dich ruhig, mein Herz. Ja. Was sagt sie jetzt? Ich weiß es nicht, was sagt sie jetzt? Also er ist süß, aber er ist sehr... Nervös. Ist er nervös? Nervös? Ich war die Ruhe selbst, du Depp. Zittert richtig. Ich meine, ich habe auch gezittert. Der zittert richtig? Oh, und so war ich hier sitze, ich habe nicht gezittert. So war ich hier sitze, ich habe nicht gezittert.
Aber hast du super gemacht. Also dein Eindruck ist, er ist ein Nervöser. Aber der ist süß. So, er ist jemand, süß. Der hat viel Liebe im Herz. Ja, richtig. Weißt du das? Aber ich hab ihn dann... Ich hab sehr viel Hass in mir. Sehr viel sogar. Vor allem, wenn ich auf so Videos reagiere. Hass. Die ganze Zeit unterbrochen so. Und ich war null nervös, Chat, oder? Kam ich nervös rüber? Ich hab doch fließend geredet, chilligen gemacht und so. Ey. Das hat ihn richtig aus dem Konzept gebracht. Ja, okay, Mädels. Also lügen können wir auch? Ihr könnt lügen. Ja, ja, kannst du eine Rolle ein. Ihr könnt ihr selbst sein. Guck mal. Bisschen. Wir schicken dich einfach mal. Gut, bisschen nervös ist klar, so erstes Date. Aber ich glaube jetzt nächste Chat, nächste hatte ich, glaube ich, Riz. Wir gucken. Nein, wir gucken mal, wie das so vibet. Und mach so, wie du bist. Mach so, wie du dich wohlfühlst. Ne? Also, wir haben die Messlatte jetzt relativ hoch gesetzt. Ja, schon, ne? Die ist wir voll gut, voll das Naturtalent. Aber wirklich, mach nur das, wo du dich einfach siehst und dich wohlfühlst. Okay, Amelie ist die nächste Kandidatin. Arvin, ja. Du hast Spaß? Ja, ja, aus der Hölle. Okay, perfekt. Ja, auch, Mädels? Ja, ja. Moin, Amelie, Digga. Girls Support Girls featuring Arvin, Vernichtung Daniel. Applaus für Amelie! Also vorab, Amelie war so auch so, was Aussehen anging, so mein Favorite von allen. Amelie! Hi! Oh, hi, 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 hi. Oh, hi. Bruder, was ist denn das für ein Kack in der Hose, Walk? Hi! Oh, hi, 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 hi. Oh. Was ist das für ein Walk? Was ist das? Digga, Rohat Walk. Hi. Oh, hi. Hi, hi, hi. Oh, hi. Digga, was ist das denn gewesen, Digga? Oh, hi. Hi, 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 hi. Als wäre ich, Bruder, als wäre ich Black Ops Zombies, Digga. Hilfe. Was ist ein toter Walk, Junge? Daniel, freut mich. Amelie. Freut mich. Boah. Hat mich behindert nicht gefreut, na Spaß. Du siehst voll gut. Oha, was hast du für Augen? Tschüss. Stark. Direkt lutschen? Wow. Alter, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Gut aus. Danke. Daniel, ich bin sehr nervös. Daniel, ich bin total nervös. Ja, ist doch. Ist ja, ich bin ja. Kannst du irgendwas dagegen tun? Und Chat, so war ich hier sitze jetzt auf korrekt. Ich bin einfach ein ehrlicher Mensch. Bruder, sie hatte die fetteste Kette an, Chat, ne? Sie hatte die geisteskrankeste Kette an. Ich sag auf korrekt. Ich musste mich zusammenreißen. Das war nicht normal. Ich kann deine Händchen halten, so ein bisschen damit. Oh, ich hab kalte Hände. Nee, eigentlich ganz normal. Ich zieh da ein bisschen. Wieder nervös! Geil! Ich war todesnervös. Wer bist du? Ich bin 22 geworden. Okay, 22. Kommt hin, stehst du auf Jüngere oder Ältere? Ältere eigentlich. Ja? Ja, ich bin 23. Was war. Fürs Protokoll, ich bin 21. Moin! Weißt du über eine Frau? Was weißt du über Frauen? Boah, und jetzt wollt ihr doch, dass ich mir einfach ins eigene Knie Wichtige schieße? Wichtige Sachen aber. Wichtige Sachen? Ja. Frauen werden mich hassen hier noch. Dass viele Frauen links sind, also so Schlangen, das ist... Facts. So, glaube ich, so ein Ding, die reden viel untereinander. Ey, geh einfach mal kurz raus und sag nix. Ey, Chat, Facts oder nicht? Top D, Kappa. Ey, aber Facts oder nicht? Oh nein. Einfach direkt raus. Komm mal zurück. Was? Wo hab ich geguckt? Ach so. Ey, aber das Chat, das war nicht, also ich habe fürs Protokoll, ich habe nicht auf ihren Arsch geschaut. Also sie hatte am Rücken so Krümel. Und das war halt ein bisschen irgendwie, sie hatte so Krümel. Und ich wollte, also ich habe so gesagt, hä, woher kommen diese Krümel so, ne? Oh nein. Komm mal zurück. Komm, ich ruf ihn von der Ferne. Sag Daniel, wir müssen es kurz hinter der Kamera klären, was du gerade gesagt hast. Daniel, wir müssen das jetzt kurz hinter der Kamera klären. Was? Hinter der Kamera? Wir klären das jetzt hier und jetzt. Nicht, dass ich mir jetzt eine fange, Alter. Jetzt flüster ihm mal zu, warum nennst du Frauen Schlange? Geht's dir gut, Junge? Warum nennst du Frauen Schlange? Ist das okay bei dir? Ist ja nichts Schlimmes so. Ja, du hast es aber jetzt allgemein beleidigt, sowas? Nicht allgemein, also. Ja? Es gibt was soll ja das? Nicht alle Frauen, weißt du, was ich meine? Ja. Nicht alle Frauen, guck. Aber ich bin eine Frau? Sind es alle ja, aber Frauen? Ja, aber du bist ja nicht links. Bin ich eine Anaconda oder bin was? Bin ich eine Anaconda oder was? Wow. Okay, willst du zurückkommen oder nicht? Eine Chance kriegst du noch. Okay, komm. Soll ich dich führen oder soll ich meine Hände bei mir behalten? Du musst mich zurückgewinnen. Weil jetzt hast du mich ins Minus geschickt, so. Jetzt habe ich keinen guten Eindruck. Du musst mich tragen. Zurück zum Platz. Wie ein Gentleman. Also für dein und für Kopfkino. Meine Gesundheit ist es besser, wenn ich dich jetzt nicht schlage. Schwach? Hast du keine Muskeln? Nein, ich bin richtig schwach. Ich würde bei jeder Schlägerei aufs Maul kriegen.
also da kannst du mich ja gar nicht beschützen, wenn wir in einer Beziehung sind. Stell dir mal vor, es kommt ein Mann und der macht mich dumm an und der will mich... Ja, dann zeige ich den an, wir nehmen schönes Geld von dem. Hey Daniel, du bist manchmal echt witzig, ernst, Digga. Manchmal finde ich mich echt witzig, wirklich, muss ich sagen, Chat. Findet ihr mich witzig? Manchmal finde ich mich witzig. Der Allmann-Riss. Ich kann dich nicht tragen, ich sag ehrlich. Aber jetzt nicht, weil du hast einen Superkörper, also einfach, weil ich zu schwach bin. Also bin ich fett oder was? Guck mal, ich hab doch gesagt Superkörper, Janik. Wie kann man denn so umdrehen? Wie soll ich dich denn tragen? Wie soll das funktionieren? Was war das für eine Handbewegung? Ist das jetzt erst? Umdrehen. Wie soll ich dich denn tragen? Wie soll das funktionieren? Hä, Digga, was war das für eine Handbewegung? Ich wollte eigentlich, Chat, ich so, wie soll ich dich denn tragen, Bruder? Sieht aus, als ob ich die Fingern wollen würde, Hilfe. Eine Handbewegung gerade. Was soll das jetzt aber? Trag mich wie eine Prinzessin. Hast du es dir verdient, eine Prinzessin zu sein? Boah, Daniel, Löwenland, dein Schnurrbart. Löwe. Du hast mich gerade eine Schlange genannt. Dich habe ich nicht Schlange genannt. Doch, du hast Frauen. Ich bin keine Frau, bin doch, ich ein Mann. Aber du bist eine besondere Frau, du bist so eine Stufe über. Kannst du bitte wieder reingeschissen, Digga. Diese türkische Serie abbrechen und mich tragen? Kannst du jetzt aufhören, so auf türkische Serie zu machen so und kannst mich tragen? Ich kann es versuchen, okay? Aber wenn du mich fallen lässt, ne, haben wir ein großes Problem. Okay, ich überleg halt jetzt gerade, wie ich dich tragen soll. Warte. Boah. War sogar noch auf Stuhl, hey, was ein Service. Danke, mein Schatz. Okay, Joe, soll ich jetzt was leaken? Ich leake, okay? Soll ich jetzt was leaken, Chat? So war ich hier sitze. In meiner Hose hat es angefangen zu tanzen. Bruder, ich so, nein, was geht jetzt ab, Bruder, hör auf, zurück. Ich so, nein, Bruder, hör auf, Land. Tod. Richtig von dir. Applaus für Daniel. Mindlich, mein Bruder. Bist du schon am Schwitzen, oder was? Nein, war locker, ey. Ich hab gar keine Angst, war voll cool, Alter. Lass mal bitte nochmal machen. Daniel, es war ein kleiner Scherz. Ich wollte ehrlich bisschen nochmal machen, ich sag ehrlich. Herz, entspann dich, Janem. Alles ein Scherz, alles cool. Ach so. Ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Janem Bennen. Ist das Janem Bennen. Oha. Ich hab gar nicht dein Outfit gesehen, ich hab die ganze Zeit nur in deine Augen geguckt. Du hast mich doch gerade getragen. Oh, hört ihr die Aussage, Chat? Nein. Oha. Ich hab gar nicht dein Outfit gesehen. Ich hab die ganze Zeit nur in deine Augen geguckt. Du hast geguckt. Mich doch gerade... Ich wollte es so sneaky, wisst ihr? So Outfit. Getragen. Ich hab die ganze Zeit nur in deine Augen geguckt. Welche Augen? Auf Ernst, ich hab geguckt. Ah, okay. Wir spielen jetzt ein kurzes Spiel, Daniel. Wir spielen jetzt ein Spiel, okay? Szenario, wir sind in hab bin euch geguckt. einem Restaurant. Wir sind jetzt in einem Restaurant, sitzen okay. Ja schon schön am Tisch. Okay. Ich komme jetzt reingelaufen und du bist so baff von mir. Und du bist so voll baff. Und dann fängst du mich auf dem Weg ab, dann läuft Musik und du musst so den Romantiker rauslassen mit so einem schönen Tanz. Ich kann nicht so gut tanzen, ich kann sturdy gehen, das war's. Also kann ich auch nicht, Bruder. Aber so viel tanzen. Du musst dein Herz tanzen lassen, du musst mich erobern. Nein, sieht mal den Tanz bitte nicht. Nein! Ich werde weggucken, ernst. Super. Wie, aber wirklich mit... Er schaut auf Arsch. Hast du mir gerade auf den Arsch geschaut, Daniel? Hast du mir gerade auf den Arsch geschaut? Nein. Dieser Blick! Der Blick, Chat, yo! Chat, der Blick, Chat, guckt euch den Blick an, guckt euch, oh, dieser Blick, oh mein Gott, was ein dreckiges Lächeln, Hilfe. Schwör mal. Ich schwöre nicht. Ah. Ja, wenn dann schon, dann schon. Ah, richtig so, okay. Ja, komm, also, ich komm rein. Okay. Armin, mach richtig Slow Motion. Hi. Alles gut? Ja. Wie geht's dir? Jetzt müssen wir tanzen. Och nein. Ja. Ich kann nicht so gut tanzen. Ich auch nicht. Ja, ich glaube, du musst näher kommen, oder? Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Also, ist das nicht ein bisschen zu, ne? Nee, ist schon cool so, ist okay. Aber eigentlich mal...
Du musst mich da ein bisschen näher dran ziehen. So, schau mal, so. Ja, genau, das, okay, genau so, das, Junge. So in die Augen gucken und so, ja, auf den. Aber in die Augen, nicht in die Augen. Ich guck dir die ganze Zeit in die Augen. Ich spiel nicht diese Karte. Ich hab eine steife Hüfte so. Das ist nicht das Einzige, was steif ist. Ja, ich kann's nicht verneinen, Chat. Alles gut. Ich kann nicht dagegen argumentieren. Wurde doch gebumst, Alter. Dann fühl ich dich zum Platz. Ja, ich mach das schon, alles okay, gut. Okay, schaffst du? Ich kann nicht mehr. Daniel, danke für diese wunderschöne Erfahrung. Ich muss mich verabschieden, mein Herz. Ich muss jetzt gehen. Mein Schatz. Okay. Habibi. Mein Schatz. Scheiße. Jetzt hast du mir das Herz gebrochen, ich sag dir ehrlich. Daniel, ein großes Weh an dich. Daniel, ein großes Weh an dich. Einfach Weh in Real Life sagen, ist tough. Großes Weh? Mhm, ein großes Weh. Yes. W's Chat, yo. So, hat mich sehr, sehr gefreut. Es war sehr herzlos. Wie? Mit mehr Liebe bitte. Soll ich dich ja auch direkt am Arsch packen? Hallo? Ich will okay, übertreib nicht gleich. Ja, ich will nicht, dass ich wieder steif bin. Nicht, dass du wieder steifen kriegst, sagt sie. Und sie hat halt einfach recht. Ich kann nicht mal was dagegen sagen. Mann! Aber nur so. Hat mich sehr, sehr gefreut. Hat mich sehr, sehr gefreut. Ich schubst mich nicht? Ich schubst dich nicht. Aber die Junge, C4C, Junge! Ich wusste, die nehme ich auseinander, aber so hart ist geisteskrank. So hart ist respektlos. Und ich werde mir das alles aufschreiben. Xenia, da ich jetzt sehr, sehr viel gemacht habe und Arvin ab und zu zurückhalten musste, weil wir ja immer noch bei öffentlich-rechtlich sind, ne? Ich hoffe, für dich ist es in Ordnung, wenn Arvin und du jetzt heftig kooperieren. Arvin ist einer der dreckigsten Menschen, die ich kenne. Okay. Also, plus eins. Ich glaube sogar mit Abstand, der. Wer ist dreckiger? Zufin. Mittlerweile weiß ich nicht mehr, um ehrlich zu sein. Ganz ehrlich. Also, ich glaube, ich habe ihn so krass getriezt, so und gebändigt. Gleich, sag doch gleich, Bro, ist doch okay, gleich. Ja, okay, warum zitterst du jetzt so sehr? Der will anfangen. Weil ich ihn auseinandernehmen will gerade. Das sind meine Freunde, Chat, by the way. Hast du ein bisschen was gespürt? Nee, aber ich bin mit dem Oberkörper so weit wie möglich nach. Nee, ich meine also vom Vibe her, vom Vibe. Ach so, ich dachte, du weißt. Ey, Bruder! Was ist denn jetzt los? Geisteskrass. Geil, also das ist, ich bin buff. Auf Ernst, ich bin buff. Könnt ihr steif? Ja, du hast gesagt, gespürt. Er lässt niemanden irgendwie so richtig in seine Seele schauen. Obwohl er ein Mensch ist mit so viel Liebe und ich liebe diesen Jungen so sehr. Ja, zu viel Liebe geredet. Lass mal auseinandernehmen jetzt, komm. Arvin, einmal zu viel Dick Riding, sagt er. Pasch hat mein Schatz, mein Engel. Applaus für Xenia! Hallo! Hi! Hallo! Hi! Digga, man denkt, ich nehme YouTube-Intro auf, Digga. Halt doch mal deine Fresse und red vernünftig, du Depp. Oh, Umarmung? Ja, natürlich, Daniel, freut mich. Hi. Xenia, okay. Woher kommt Xenia, so dieser Name? Also eigentlich heiße ich A. Xenia. Aha. Meine Oma heißt Xenia, der kommt aus Moldawien. Ah, krass. Meine Oma krass, ist Moldawien. Ich glaube, ich wollte da. Mein Blick, guckt euch diesen Blick an. Ich wollte sagen, klingt wie ein Pokémon, aber ich dachte, das ruiniert alles. Ernst, guckt euch meinen Blick an. Krass. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 24 und 24? Mhm. Stehst du auf Ältere oder Jüngere? Eigentlich Ältere. Ja. Aber ich hatte schon mal einen jüngeren Freund. Also. Ah, okay. Wie viel jünger war der? 1,5 Jahre. Das heißt... Wie alt bist du? Ich muss kurz rechnen. Okay, schätz mal, wie alt ich bin. Du siehst schon älter aus. Mhm, sag mal. 25? Ja, ich bin 25. Ja. Der Lügner ist. Back to back, Chat. Der kommt immer, Chat. Der kommt immer, trust. Also ich habe eine künstlerische Begabung tatsächlich. Mhm. Wissen nicht viele. Was für eine? Ich schreibe Gedichte. Oh. Ja. Ich habe sogar ein Gedicht vorbereitet für heute. Möchtest du mir ein Gedicht vortragen? Ich möchte, dass du mein Gedicht vorträgst. Dein Gedicht vortragen. Ja. Vertrau mir. Okay. Es ist extra bestimmt für eine super, also für die Person heute, wo ich sage, ey, super Eindruck. Wer im Stream dabei war, weiß, was wir geschrieben haben. Mhm. Du musst mir nur versprechen, dass du dieses Gedicht vorliest von Anfang bis Ende, okay? Alles klar. Super. Ich will wissen, welches Niveau er macht. Mein Herz, das kannst du nehmen. Ein zweites Date darf nicht fehlen. Das Ganze hier bringt meinen Körper zum Beben. Beben? Beben. Lieber Daniel, kann ich dir heute Nacht... Was steht da? Kein Kommentar. Was steht da? Das bleibt unter uns. Arsch geben. Schiller am Nackhörm, Schiller! Friedrich Schiller, Chat! Friedrich Schiller haben sie mich genannt in der Schule.
Friedrich Schiller. La Goethe hat beim Unterricht genommen, rallt das mal letztendlich. Ich glaube, vielleicht habe ich es auch vergessen hinzuschreiben. Kann ich dir heute Nacht noch Arsch geben? Achso, okay, ja, nee, das war, glaube ich, falscher Punkt, aber halb so wild. Ich bin stolz auf dich, Daniel, ernst. Ja, manchmal fließt es einfach in mir durch, weißt du, wie ich meine? Konntest du mein Outfit, wie findest du Style so, was ist dir so wichtig? Findest du cool? Ja. Ich habe bei dir noch gar nicht gesehen. Willst du mich anschauen? Ja, bitte, wenn du magst. Ich wollte diese dicke 360 haben. Aber bitte nicht auf den Arsch. Schau mir aber bitte nicht auf den Arsch. Ich versuch's. Kann ich drehen? Dreh ich einmal um, Xenia, ich will wissen, ob er dir wirklich auf den Arsch schaut. Finde ich super. Das ist ja ein cooles Outfit, ja? Also so auch ästhetisch und so. Ja. Bist du so auch eine, die jetzt ohne Beziehung aktiv ist, oder? Hey Daniel, warum fragst du sowas? Warum fragst du sowas? Keine Ahnung, kann auch sein. Sowas. Würdest du sowas machen ohne Beziehung? Kannst du mir auch gerne was fragen, was du machst. Würdest du sowas machen ohne Beziehung? Nein. Ich bin offenes Buch. Frag mich. Wie hoch ist mein Bodycount? Wie hoch ist dein Bodycount? Null. Zero. Noch nie. Extra so 10-mal erwähnt, Digga. Wartest du bis zur Hochzeit? Wann willst du heiraten? Mit wie vielen Jahren? So schnell wie möglich. Ja? Daniel, hol mal bitte dein Handy raus. Daniel, hol mal bitte dein Handy raus. Fertig. Ja? Was willst du sehen? Gib mal oben. Fertig, Chat. Fertig. 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 Oben bei WhatsApp Chatverlauf ein. Gib mal oben bei WhatsApp Chatverlauf ein. Was soll ich eingeben? Arsch. Warte. Arsch. Zeig mir die letzten zwei Nachrichten. Zeig mir die letzten zwei Nachrichten. Tschüss. Die letzten zwei? Du lügst. Der scrollt Nein, die ganze Zeit runter. Stell dich daneben, Xenia. Stell dich daneben, Xenia. Ich muss aber dicke scrollen. Wie oft habe ich schon Arsch geschrieben in meinem Leben? Zeig mal die letzten zwei. Die aktuellsten. Ja, das war, danke, nee, die kann ich nicht zeigen. Schon cool, wie nah du gerade so an mir bist. Stehst du doch. Ein bisschen. Ja. Soll ich noch näher kommen? Wie, also wenn du es kannst, gerne. Kannst du das? Möchtest du das? Hier, wenn es funktioniert. Daniel, tu mir mal das war mir so unangenehm. Kannst du das? Ruf mal bitte deinen besten Freund an und frag mal, warum du ein Gewinn bist. Daniel, ruf mal bitte deinen besten Freund an. Ja. Und frag ihn, warum du ein Gewinn bist. Michi. Ja. Was geht? Nichts bei dir. Auch nix. Du musst mir eigentlich. Michi im Chat, moin Michi. Gefallen tun. Ja. Hey, die Michrill. Ich hab ihm auf Aramäisch gesagt, red vorsichtig. Und zwar musst du mir sagen, warum ich ein Gewinn bin. Ey, stopp, du hast was auf Aramäisch gesagt. Aramäisch? Ja, ja. Du hast gecheatet. Daniel, du hast gecheatet. Hör auf zu lügen. Du hast Michi gebrieft. Okay, dann red du mit Xenia, red du mal mit Michi. Hey, Michi, hier ist Xenia. Hey, Michi, hier ist Xenia. Hi, Xenia. Kannst du mal bitte Daniel abholen von mir zu Hause? Kannst du mal bitte Daniel bei mir zu Hause abholen? Der war gestern so betrunken. Jetzt passt auf, Michi, W-Freund. Der war gestern so betrunken, der will gar nicht mehr weg hier. Der will gar nicht mehr weg von mir. Das macht keinen Sinn, der Daniel trinkt nicht so oft. Und das ist mein Mann. Michi. Mein Bruder Lan. Würdest du Daniel daten, wenn du eine Frau wärst? Michi, würdest du Daniel daten, wenn du eine Frau wärst? Auf jeden Fall. Warum? Daniel ist ein aufrichtiger Mensch. Er hilft Menschen sehr gerne. Er hat immer ein offenes Ohr für jeden. Das ist immer das Beste für seine Menschen, für die er was fühlt. Michi, ich muss mal ein bisschen was mit ihm klären. Ich leg auf. W-Kollege, W-Freund, Michi, W ist für dich, mein Bruder. W-Wingman. Geisteskrank, Chat. Geistesgestört. Einer macht PowerPoint-Präsentation. Das war vorher nicht abgesprochen, Chat. Es war nicht abgesprochen. Es war, fragt Michi hier im Chat, es war komplett spontan für ihn, Real Talk. Er wusste auch nicht, er hat einfach so performt, Digga. Geisteskrank, Michi. Geistesgestört. W-Dick-Riding in den Chat, Real Talk. Okay. Ciao, ciao. Michi. Ciao. Alles klar. Ja, Bahal, willst du noch Pin haben, damit du auch... Ja. Er soll dir einen Tanz beibringen. Können wir bitte einmal weg vom Tanzen, nein, bitte? Ist danke, Pascha, danke. Kann nicht mehr. Aber es ist ein besonderer Tanz. Ich will Tanz. Nicht mehr. Es ist ein besonderer Tanz. Von Lucy, I Just Wanna Rock. Chat, wenn ihr nach diesem Part mir entfolgt, ich kann's verstehen. Boah, ich werde das jetzt nicht... Ich werde das nicht vorstellen. Willst du mich nicht beeindrucken? Nein! Nein! Nein, nein, nein. Blackscreen. Nein, 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 n
Ich kann das nicht zeigen. Es geht nicht, Chat. Es geht nicht. Wie soll ich euch das zeigen, ja? Wie soll ich euch danach noch guten Gewissens in die Augen blicken, Chat? Wie soll ich euch noch in die Augen gucken? Bruder, tote Tanz, Bruder, tote Tanz. Und ich weiß, wenn ein Willi darauf reagieren wird, er wird mich in den Arsch ficken. Ein Sidney, wenn er darauf reagieren sollte, er wird mich in den Arsch ficken. Jeder, der darauf reagieren wird, die werden mich in den Arsch ficken. Mann, Digga, Mann. Och, Mann. Zeig, komm, ich zeig. Willst du mich nicht beeindrucken? So die Hüften so ein bisschen, so. Ich mach halt mal so. Ja, genau so auf den, so ein bisschen mit dem Hüften. War gut. Ich dreh jetzt behindert. Geistesgestört, cringe. Wenn mich jemand nach dem Video beleidigt, ich kann's verstehen. Bist, ja. Was? Du siehst richtig attraktiv aus. Perfektes Lied auch so zum romantisch Tanzen, so. Ist das dein Song? Ich, boah, Hilfe, 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 ich kann nicht mehr. Willst du mir einen Kuss auf die Wange geben? Willst du mir einen Kuss auf die Wange geben? Willst du mir einen Kuss auf die Wange geben? Möchtest du einen Kuss von mir auf die Wange? Wir können uns ja gegenseitig einen Kuss auf die Wange geben. Ich wollte behindert nicht. Die Wange geben. Schwer, wie soll das funktionieren? Du kannst mir gerne einen Kuss auf die Wange geben, wenn du, also wenn du magst, natürlich. Möchtest du einen? Ich gehe heute nicht leer nach Hause, ich nehme den Erfolg mit. Ich schreib's in meine Insta-Bio. W-Screenshot. Verdammt! Aber jetzt bist du dran. Aber Chat, also für die, die es nicht checken, ich habe extra ein bisschen übertrieben und geactet, ne? Also ein Kuss auf die Wange, also damit es checkt, so das war so ein bisschen so das Witzige dahinter. Muss ich? Ja. Mit Mund zur Seite. Ey, wir haben einen extra Emote mit dem Mund zur Seite. Wir haben extra Emote mit dem Mund zur Seite. Das mache ich voll oft, das machen wir in unserem Freundeskreis immer so. Lauf jetzt einfach zu ihm und halt deine Wange hin. Erwin, du bist so Dreck. Erwin, du bist so Dreck. Ich muss, ne? Ja. Das war, Bruder, wie sie Attacke gemacht hat, ne? Ich war überfordert. Moin, moin, ich bin der Daniel, moin. Ey, das kommt von Arvin zu meiner Verteidigung. Okay, eine letzte Frage. Xenia, geh jetzt richtig langsam nah an ihn ran. Chat, habe ich sie geküsst, ja oder nein? Geh an sein Ohr. Wie willst du mich nennen? Wie ich nennen will? Xenia? Ja. Ja. Sag. Wie ich nennen will? Xenia? Ja. Ja. Sag, ich will aber Mami genannt werden. Ich will aber Mami genannt werden. Tschüss. Ich nenne dich auch Papi. Wie willst du mich dann nennen? Papi Chulo. Papi Chulo. Oh. Das war der feuchteste Flüsterer in der Geschichte der Menschheit, ernst. Das war so ein feuchtes Flüstern, wow. Und jetzt kribbelt's, finde ich cool. In meinem Körper. Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt nämlich schon gehen. Nein, ah, fuck. Wir sehen uns aber später. Also ich glaube, jetzt checkt ihr, wie ich geactet habe, Chat, ne? Ich muss jetzt nämlich schon gehen. Nein, ah, fuck. Wir sehen uns aber später. Bitte bleib, hey, bitte. Das war gerade so interessant, ja. Papi Chulo. Okay, Papi Chulo. Hast du Insta von denen? Also ich hatte, glaube ich, von, also ich habe alle drei habe ich Insta gesehen, aber ich habe Insta von denen, aber ich habe, wie heißt, aber ich habe jetzt, also man hat geschrieben und so, aber so auf Lachkick, so dieses halt. Oh, extra Pulli runter, nein, Spaß. So, wir sehen uns, ja. Xenia hat krass gespielt, Monok. War krass, also ich muss sagen, sie hat krass gemacht, ernst. Wer war eure Lieblingskandidatin, Chat? Ey, ganz kurz, du hast dein Handy, gib mal dir. Ich weiß, sie hat es mir gesagt. Wir machen jetzt ein Gruppenbild. Alle, die haben ein Bild gemacht auf mein Handy? So, seid ihr ready? Yes. Die haben ein Bild gemacht auf mein Handy? Ich habe nichts mit dem Kuss zu tun. Nichts, das war alles ich. Ja. Also, letzte Date, Arvin. Mein Bruder, ich pack dich noch, also, dass das klar ist. Also. Das gibt's noch irgendwie zurück. Hast du schon so eine Tendenz, wo das hingeht bei dir so? Schon so ein bisschen. Ich weiß jetzt schon, wie der nennt. Sag, weil, ob du mich so gut kennst. Ganz kurz, oder? Geh mal kurz weg. Tschüss. Tschüss.
Das hast du toll gemacht. Dankeschön. Ich bin voll stolz auf dich. Ich schwöre. Das ist kein einfaches Format. Wir haben ein bisschen Bilder gemacht, ne? Ach, krass. Guck mal, wie süß. An die Kamera. Zeig mal der Kamera. Wir haben ein Gruppenbild gemacht. Wir haben ein Gruppenbild gemacht und so. Tot. Weißt du, wenn du nimmst? Ich sag dir, darf ich dein Ohr sagen? Okay, ganz kurz, wie geht's dir? Arvin hat richtig geraten. Dir? Super, dir? Hast du Erfahrung machen können, Bruder? Bruder, ich habe auf jeden Fall, also ich wusste, dass du dreckig, also ihr beide wirklich dreckig seid, aber ich habe heute nochmal, dass wir eine neue Seite Stufe, wir haben eine neue Seite, so eine neue, auch freundschaftliche Stufe, würde ich glaube ich sagen, so okay. Gelernt. Bist du mehr sauer auf ihn oder auf mich? Wen fandst du am besten, seht ihr gleich. Weiß, kann, also weiß er ja noch nicht. Das weiß ich zwar nicht, aber obwohl ich habe so ein Gefühl, dass ihr, also ich werde euch eigentlich, also ich werde euch beide gleich viel so packen, wisst ihr, was ich meine? Also ihr kriegt das alles. Der hat schon auch schlimme Sachen. Ja, ja. Nö, er hat voll schlimmere Sachen. Du wirst auch noch sehen, alles gut. Daniel, ja. Wir wünschen dir viel Spaß beim Nachdenken. Abi, komm, wir lassen den kurz mal nachdenken, kurz alleine. Was zum Nachdenken? Ich weiß, wer der Kandidatin entscheiden. Und mit der Kandidatin hast du mein zweites Date. Boah. Also, ein Riesenapplaus für diese grandiosen Chayas hinter mir. Mädels, ihr habt das so krass gemacht. Ihr habt so krass eure Rollen gespielt. Wirklich 10 von 10. Ich bin geschockt. Und ich bin so... Die waren aber ehrlich gut, muss man sagen. Also schauspielerisch, technisch haben die gut gemacht. Froh, wenn wir diese Folge... Ich kann es kaum erwarten. Boah, ich habe mich hier hinten totgelacht, sagt ehrlich. Die haben gekotzt fast von Ja, ich weiß, Daniel wird sich jetzt entscheiden. Ich höre wieder hin. Ich bin gespannt, wer ist die Gewinnerin. Ja, waren sehr, sehr interessante Dates heute, muss ich sagen. Alter, wie gut sehe ich da aus, Chat? Tschüss. Wie gut sehe ich da aus, Lan? Alter, wie gut sehe ich da aus, Bruder? Ich habe ein bisschen was dazugelernt, auch für mich so persönlich ein bisschen Erfahrung gesammelt, ja. Habe sowas noch nie gemacht. Ich schaue gerne diese Videos, finde die auch ganz cool. Aber für mich aus der Perspektive des Daters muss ich sagen, Nummer 1 war, also Shanice war halt ein bisschen, wir haben uns am Anfang direkt gestritten und zwar toxisch. Sie hat sich nicht so für mich interessiert, wisst ihr so? Und deswegen schwer so. Tote Augenringe, Bruder. Letzte, davor, die Nacht habe ich, glaube ich, ein Video noch geschnitten. Ist ja auch meine, aber nicht böse, ich meine, super, super Dame, super Dame. Nummer 2 und 3 waren Amelie und Xenia. Xenia. Sehr, sehr interessant, ja. Xenia habe ich sogar einen Wangenkuss bekommen, ja. Also ich werde heute... Ich trage eine Medaille hier eigentlich. Ich habe heute Erfolge gefeiert. Aber für mich muss es endlich, also letztendlich ist es für mich Amelie, weil sie hatte meiner Meinung nach zwei gute Gründe. Dass Moin. 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 Moin, moin, moin. Dann ist Lampe mal parat. Moin. Das sind zwei gute Gründe, die da so in meiner Entscheidung treffen, und zwar halt ihre Eigenschaft, so ihr Charakter und auch so diese Energie, die sie ausstrahlt, so. Amelie! Dicke Lüge! Hello, hello, guck mal, freut sich. Hier, bitteschön. The stage is yours. Amelie. Bruder, wie ich da stehe, Lan. Hier, bitteschön. The stage is yours. Amelie. Man denkt, ich habe gerade Einschulung, Digga. Man denkt, ich werde eingeschult, Bruder. Krass. Hi. Du hast gewonnen einfach. Du hast einfach gewonnen, ja. Was soll ich dir sagen? Es war halt auch. Es hat einfach gestimmt, fandst du nicht so? Ja, voll. Voll, ne? Voll geil. Ja, voll. Voll cool, dass die jetzt auch nicht reinreden können und wir einfach so reden können, weißt du? Hat dir gefallen so? War, ja. Ja, war angenehm und so. Ja. Findest du so, das passt so? Ja. Cool, feier ich. Ich bin immer noch nervös. Ist ein super Warum? Typ. Und super ich bin allgemein nervös. Krass. Echt? Ja. Aber ist doch nicht schlimm. Also hast dich bewiesen heute, auch an die anderen, die waren auch super. Aber du hast dich bewiesen heute, tut mir leid. George Clooney war ja. Sorry, nee, ist ja nicht bleib. Alter, dich packe ich. Merkt ihr das? Der war aber auch. Die war schlimmer. Nein, der hat gesagt gehabt mit diesen Dings und so. Mit Kuss war ich, sag ich ja. Ja, das egal, aber ein bisschen so Erfolgserlebnis, sagt ja, geil. Ich wünsche euch beiden. Ich wünsche Daniel und Amelie sehr, sehr viel Spaß beim zweiten Date. Danke fürs Zuschauen. Danke an Daniel. Danke an die Mädels. Danke ans ganze Team. Danke an Amelie. Danke an Arvin. Danke an Pater. Danke an Pater. Dankeschön, danke. Wir sehen uns nächstes Mal bei den Love Doctors. Auf, Mädels und Jungs, geht eure Dates machen, geht zelebrieren. Kann ich dich raustragen? Wieder geht das? Diesmal aber. Bruder, Harassment, Alter. Mädels und Jungs. Wie ich sie packe am Arm, Alter. Es geht eure Dates machen. Ich will sie das jetzt erst. Zelebrieren. Kann ich dich raustragen, wie da geht. Bruder, nicht, dass ich sie gleich haue aus Versehen, Bruder. Nicht, dass ich aus Versehen einen Kinnhaken ziehe. Das? Ist das wenn, diesmal aber. Hä? Hä? Mit mehr Ding. Mit mehr Ding? Okay. Wie süß. Triumph. Was mit mir? Geh mal weg, ich hoffe mein Leben. Okay, keiner trägt mich raus. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Arvin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Abonnieren nicht vergessen. Sagt allen Bescheid. The Love Doctors ist süß und sehr wild. Bis zum nächsten Mal.
Hey, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du hattest viel Spaß bei dem Video, um keine weiteren Geistesgestörte Folge-Chat. Lasst ein paar liebe Kommentare da bei meiner guten und lieben Freundin Pascha-Chat. Lasst liebe Kommentare da. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ja. Lasst liebe Kommentare da. An die, die die Reaction hier sehen, das Originalvideo ist in der Beschreibung. Geht einfach rüber, lasst ein Abo, ein Like, ein Kommentar da, kostet euch nichts. Genauso wie ihr es gerne hier bei diesem Video machen könnt. Slums up in den Chat. War meiner Meinung nach ein sehr witziges Video. Das Einzige, worauf ich keinen Bock habe, ist die Reaction von meinen Kollegen. Wenn Kollegen drauf reagieren werden, Digga. Die werden mich damit ficken, Digga. Die werden mich beleidigen, ficken, alles. Habe ich keinen Turn drauf, ja. Ja, ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Lasst ein Video, like, einen Kommentar, ein Abo da, lasst ein Follow auf Instagram da. Slums up, ihr Pisser!